einmal in Weißlauf angekommen. Oh, wer bist du denn? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Sau Lasst gut. mal. Ah, ein Brief vom Jarl. Ja. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr da. Die Ich? Dämmerwacht sucht Ja? nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Oh, ihr habt eure Meinung geändert. Die Dämmerwacht könnte jemanden wie euch gebrauchen. Meinung geändert? Ich wurde ja noch gar nicht gefragt. Was ist die Wir Dämmerwacht? sind Vampirjäger. Wir Ah, suchen vom und DLC, vernichten genau. diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ah, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifthorn, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Sau gut, also haben wir das auch schon? Ich habe mich schon gefragt, wann ich die Quest endlich mal bekomme. So, wir haben die Dämmerwacht und wir haben den Brief des Jarls. Brief des Jarls. Brief des Jarls. Sehr schön. Marianne, das erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Siedgeier und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrenwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Saugut. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von eurem Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tarnen von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch im Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, ich war ja schon bei dir und du wolltest nichts von mir, weißt du. Neben der Ehre, die Titel bringt, hat ein Tarner außerdem das Recht. Ein Huskal, oh, Huskal ist gut. Ich eure Dienste. Okay, wir gehen auf jeden Fall nach Falkenring, aber als allererstes geben wir die Quest mal ab. Und verkaufen mal unser Zeug, was wir einstecken haben, und rüsten uns mal ein bisschen auf. Waffe verbessern. Ja, genau. Wenn du das sagst. Ja. Das sehen wir mal. Wenn dein Kopf dann auf dem Boden rumrollt und ich dann drüber lache, dann schauen wir mal. So. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Nee, eigentlich nicht. Habt ihr das an Schimmerharz? Ich hab das Harz. Ich hab das Harz. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Bitte. Hilfe. Immer gern. Ich möchte Wiederherstellungsmagie trainieren. An meinem Wissen teilhaben. Okay, nee, ist mir zu teuer. Die Gnade von Kynaret sei Könnte ich das nicht hier irgendwo? Ich Entschuldigung, ich hab dir in die Augen geguckt und auf deine wunderschönen Brille, auf deine wunderschönen Brille. Und jetzt gucke ich dir nur... Ach verdammt, das sieht man ja gar nichts. Okay. Einen guten Tag wünsche ich. Möchtet ihr mit einem Schwert in der Hand sterben? Ich mag Sommersprossen im Übrigen. Okay. Entschuldigung. Ich lasse mich kurz ablenken. So, Kurz mal schauen auf die hier. Dämmerwacht. Okay, ich sprich mit dem der Weg der Stimmen. Das ist meine letzte Quest. Das ist nämlich die Hauptquest. Die mache ich immer zum Schluss. So, was haben wir hier? Findet die Rotwardonin. Ach, ja, könnte man. Und hier haben wir so viele Quests. So viele. Bringt die Asche. Das heißt, wir müssen da sowieso nach Falkenring. 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 Gesichtsformer Riss Rifton. Besuch den Schrein von Azura. Den würde ich eigentlich am liebsten als nächstes. Wo war denn der? Der war doch. Boah, fuck it. Das ist aber. Ist schon ein Stückchen, ne? Das lassen wir mal erstmal. Was ist das? Ach ja, genau. Da waren wir schon drin. Hier in der Gegend ist der nächste Mod. Da können wir auch bald mal hingehen. Hier ist noch ein Mod. Mondschmiede.
Blutsplittermine. Ja, gut. Würde ich fast behaupten, wir gehen jetzt erstmal zur Glutsplittermine, kloppen uns da durch, dann gehen wir zum Falkenring, dann holen wir das, dann müssen wir dahin und dann. Ach du Gott, da leid. Okay. Machen wir erstmal das. Das weg. Glutsplittermine. Gallenschluchtmine müssen wir auch noch. So, da können wir aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, würde ich fast behaupten, weil der. Ich weiß ja, dass der Jarl von Falkenring auch da eine Quest drin hat. Und dann brauchen wir das nicht zweimal zu machen. So, jetzt erstmal hier hoch. Wir wollten verkaufen. Na egal, dann mache ich das in Falkenring. So, hier ist doch... Bitte? Entschuldigung, ich habe dich nicht ausreden lassen. Ich bin immer so unhöflich gegenüber Frauen. So. Weiter geht's. Achso, einen männlichen Kerl zum Mitnehmen wäre eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Wir müssen ja nicht immer nur Frauen hier in der Gruppe haben. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Oh, keiner gestorben. Sehr schön. Können die überhaupt noch sterben? Ich glaube, die sterben gar nicht mehr. Wieso? Dann lass die Tür nicht offen stehen. Was ist mit euch los? So, die... Sollen wir Eisenerz gleich mitnehmen? An und für sich bräuchte man es ja, ne? Ja, wir nehmen es gleich mit. Oh, ich habe keine Spitzhacke. Jetzt habe ich eine, jetzt nehmen wir Eisenerz mit. Weißt du, voll die riesen Axt auf dem Rücken. Aber für einen Ork ist das halt schon optimal, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Eisenerz für später. Wenn wir unser Häuslein bauen, müssen wir ein bisschen Eisenerz sammeln. Also nehmen wir das mal in jedem Fall mit. Du siehst sehr tot aus. Ich nehme das trotzdem mal. Ja, ja. Die lassen mich schuften. Ja, ja. Bis zum Tode. Ist eine schweißtreibende Arbeit hier. Ja, ich kenne halt doch schon so ziemlich alles hier in dem Game. Ja, was ist ziemlich alles? Ich habe es halt auch schon weit gespielt. Daher kennt man das schon ein bisschen. Aber auch aus dem Nichts auftauchende Gegner habe ich auch noch nicht gesehen. Halt! Jetzt kannst du fallen. Komm, ich schmeiß mal gleich mit runter. Hier so, zack. Du hattest keine Beine. Das muss wehgetan haben. Beinlos in Seattle. Ja, ich. Oh, ein Ork-Freund. Wer spielt denn hier? Du hast auch keine Beine. Was ist denn das jetzt für ein Bug? Oh, Silberbarren. Silberbarren ist auch immer gut. Hellsehen. Oh, ich könnte mal ein paar Zauber erlernen, wenn ich es da schon habe. Unils Tagebuch. Dankeschön. Das haben wir auch. Den nehmen wir auch mal mit. Ich trage zu viel. Nein. Schon wieder? Was ist denn hier los? Was habe ich denn für einen Quatsch wieder einstecken, was ich wieder überhaupt nicht brauche? Waffen. Ich habe bestimmt wieder... Ach ja, natürlich. Das braucht man nicht. Stahlkrieg-Axt. Was trage ich denn für ein Zeug mit mir rum, bitteschön? Das brauche ich doch alles nicht. Hier, jetzt habe ich wieder Platz. Ah, ich kann sogar fast schon fliegen. Oh, da ist nichts drin. Ach so, ich bin ja eh kein Bogenschütze. Das hat sich ja dann erledigt. Ich gehe da jetzt einfach durch. Gell? Ich habe gedacht, ich sag mal Hallo. Schön deine Seele aufgelutscht.
Dankeschön. Was haben wir hier? Ein bisschen Eisenerz. Leichte Rüstung schmieden. Hallo? Der hat auch... Es ist wunderschön, wie die sich doch schön prügeln, ne? Ja, Ella. Was? Ella, komm, lass mich durch. Du hast einen Pfeil im Kopf. Lass mich trotzdem durch. So, okay. Und hier haben wir doch ein bisschen... leckeres... ne? So, hier können wir ein bisschen Geld verdienen. Tut das nicht weh? Viel Blut. So, hier geht's auch noch lang. Dann können wir hier gleich zum Geheimgang rüber. Dann können diese Truhe hier looten, die hier so halbwegs versteckt ist. Oh, ich sehe jetzt schon kommen, dass wir nicht mehr zurückkommen, weil alle im Weg stehen. Massendämmung, okay. Hört sich gut an. Na komm, ich springe hier gleich runter. Das hat ja eh keinen Sinn. Bis ich mich da jetzt lang hochgekämpft habe. Wir können theoretisch gesehen... Kommt mal her. Achtung. So. Waffen. Erstmal Bekleidung. Wo haben wir die? Brauchen wir. Dann gehen wir ganz kurz mal hier dran. Und was kann ich hier? Ich kann gar nichts. Okay. Ich habe überhaupt keine Wahl. Ich habe gar nichts dabei. Hat sich erledigt. Entschuldigung. Nehmen wir. Dann ziehen wir doch wieder unsere. Genau. Eisenhände an. Ah ja, ein Topf mit Loch, okay. Bin ich gerade am Überlegen, muss ich da eigentlich raus? Ich hätte ja eigentlich auch zurücklaufen können. Ah, aber da liegen noch Tote, die kann man looten. Langbogen brauchen wir nicht. Dann kann man ja hier eigentlich rausgehen, ne? Also viel war das ja jetzt nicht, ne? Also so... Ärztetechnisch war das schon ein bisschen schwach. Okay. Egal, wir haben die Quest gemacht. Das heißt, wir können hier... Guck mal, da haben wir schon drei Quests fast fertig. Wir gehen hier nach Falkenring. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nee, ein paar Wölfe. Aber kein Hund. Verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Und du dann die Belohnung einsackst. Oder was? Ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ich bin die Nettigkeit in Person. Und du, Arschkrampe, beleidigst mich somit. Okay, weiter geht's. Der schläft jetzt sowieso. Dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Mhm. Ja, ich wurde auch schon angesprochen. Kommt doch herein. Ich bin doch schon drin. Sag mal, du, darf ich euch um etwas bitten? Was macht ihr hier? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ragnar der Rote. Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Genau. Die kann ich vortragen. Habe ich jetzt, muss ich jetzt ganz kurz mal ganz kurz Audio? Stimmen ist voll laut. Gesamtlautstärke ein bisschen höher gedreht. Und dann muss ich ganz kurz mal... damit mir die Aufnahme jetzt nicht gleich abkackt, ne? Falls ihr das jetzt... ne? Also hier ist so ein bisschen lauter hier so. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Und dann kann man hier wieder reingehen und dann... Wieso? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Er hat doch noch gar nicht angefangen.
kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Danke. Ich mag das Lied. Doch still war der Rote. Ein kräftiger Trunk wird die Kämpfe. Ein Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Lieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erfrüstet sich nimmer mehr. Schön. Ein sehr schönes Lied. Kann ich hier eigentlich schon... Nö, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte dich ja nicht mitgenommen. Ich habe genug Weiber mit mir rumrennen. Na dann. Wie früh ist es denn? 6 Uhr am Morgen? Ich mach mal bis um 7, 8. Ja, wenn du das sagst. In Falkenring pisst's den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht. Wir gehen mal zum Jarl. Vielleicht pisst's bei dem nicht so. Vielleicht ist er mehr angepisst. Das ist Loot? Lord? Keine Ahnung. Dingsgebumse? Bumsgedingse. So. Du bist das. Du bist das. Hey. Ja, was wollt ihr? Ich hab euren Brief bekommen. Ah, ihr seid es. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Na? Gut. Das interessiert mich nicht. Tötet alle Banditen. Okay. Lasst keinen übrig. Ich mag ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, Banditen suchen. War ich da nicht schon? Messerkamm? Nein, da muss ich vorwärts laufen. Festung Sonnenwacht war ich auch noch nicht. Da muss ich jetzt voll den langen Weg laufen. Okay, ich kann hinten raus. Hier so? Ernsthaft? Da lang? Ja, okay, gut. Das gebe ich erst später ab. Ich gehe jetzt erstmal hier so. So, Messerkamm. Das interessiert mich jetzt nicht. Messerkamm ist interessanter. Falkenring war einst voller Wanderer und Krieger, wie ihr es seid. Das war noch bessere Zeit. Tja, und jetzt hat es das eine von Todheim gesuchte Stadt. Das ist halt nun mal so. Jetzt machen wir uns mal schön auf den Weg. Zum Messerkamm. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt außerhalb der Folge. Ich begebe mich da jetzt hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.